Hallo und herzlich willkommen in der Stadtlichenwerkstatt. Ich bin der Falco und heute haben wir einen riesen Teil auf dem Tisch. Das ist echt der Wahnsinn. Dieser Brückenlegepanzer von Moltking mit der Nummer 20002 kommt mit seinen 2388 Steinchen plus daher wie ein Koloss. Und es ist wirklich ein Koloss. Verbesserungspotenzial bietet eigentlich wenig, aber das Geile ist ja wirklich, dass das Ding funktioniert. Also ich war überrascht, wirklich ad hoc, ich habe nichts geändert. Ich habe das jetzt erstmal so gebaut, wie er gebaut werden soll. Ich habe in einigen Foren gelesen, dass die Probleme mit den Seilen hätten. Da würde ich da gerne am Ende nochmal drauf eingehen, weil ich habe das jetzt so gemacht, wie es bei mir in der Packung war. Und ich habe damit keine Probleme gehabt und es lief wirklich direkt vom Fleck weg. Also ohne, dass es da eine Schwierigkeit gab oder sowas. Das muss ich halt ganz ehrlich sagen. Jo, der Bau selber war nicht groß tricky. Also der war eigentlich relativ easy. Ihr klatscht halt viel einfach nur zusammen und das ist meistenteils Copy-Paste. Und gerade wenn es hier oben um das Brückenteil geht, das ist ein bisschen verwirrend in der Anleitung, weil ihr das erst wieder am Ende seht, dass es hier zweimal bauen müsst. Das wäre schön gewesen, hätten sie das am Anfang gemacht, weil ich habe nämlich schön die Tüte durchgeklemmt und dachte mir so, warum sind noch alle Schalen voll und ich bin hier schon im nächsten Abschnitt. Okay, gut, hätte zweimal gebaut werden müssen. Ihr braucht halt aber auch viel Platz dafür, weil diese Brücke, die ist dann wirklich dieses Ausmaß, wenn die dann ausgelegt wird, auch zum Fahren und zum Bespielen natürlich genauso viel Platz. Weil wenn ich den ausklappe, dann ist der knapp vor der Decke. Beim Vorm Ablegen. Und das ist das Erstaunliche, dass das Set das wirklich auch hält. Ich hätte mir zwar ein, zwei Kontergewichte mehr gewünscht, das muss ich sagen, weil ich finde, die drin sind ein bisschen knapp. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, ist okay, ist annehmbar, weil den Schwerpunkt weiter nach hinten bekommt man eigentlich nicht. Und wenn man die Gewichtsteine jetzt nach vorne verlegt, dann bringt das im Endeffekt nichts. Weil man braucht ja das Gegengewicht am anderen Ende. Das heißt, normalerweise bräuchte man hier hinten was, wie bei den Kränen oder so, was man ausfahren könnte. Aber Schwamm drüber. Ansonsten, Probleme gab es auch keine, außer wenn ihr die Akkubox drin habt und ihr versucht, die Stecker drauf zu machen, dann brecht ihr den Boden durch. Definitiv. Ist mir passiert, weil wenn man es nicht von unten stabilisiert und drückt von oben, passiert es nun mal, man drückt alles nach unten durch. Jo. Ich habe fleißig auch Bilder gemacht wieder beim Bauen. Werde ich euch zeigen. Komme jetzt auch gleich dazu, dass ich dann einen Bildwechsel mache und wir schauen da mal rein, wie die einzelnen Abschnitte so waren. Und dann komme am Ende dazu, dass ich dann noch was sage zu den Seilen. Schönes Geräusch. Die stehen hier gerade so ein bisschen unter Spannung. Aber das macht nichts. Sind wie Klavierseiten quasi. Gitarrenseiten. Jetzt komme ich hier gar nicht vom Thema ab. Also am Ende gucken wir nochmal danach auch, wie er fährt und wie das sich bewegt. Und dann sind eigentlich alle Fragen dabei, glaube ich, geklärt bei dem Teil. Auch noch ein, zwei kleine Hinweise, die ich dann am Ende geben muss, die machen wir dann mit rein. Also einmal wechseln. So, legen wir los mit dem großen Ungetüm hier und ja, ihr seht das schon, die Schalen sind gut gefüllt. Wir haben hier jetzt hier wenig blaue Sachen. Ringsrum ist eigentlich alles relativ schwarz und grau, so wie es sich das für das Militär gehört. Ohne viel Schnickelschnack und ja, hier haben wir die Motoren liegen, die habe ich neben die Seite gepackt. Hier sind die Gewichte. Da seht ihr, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Stück insgesamt. Richtig? 2, 4, 6, 7, ja, sind 14 Stück. Jetzt war ich gerade verwirrt. Die Steine etc. Hier oben ist noch die Akkubox zu sehen. Und hier, ihr habt jetzt mittlerweile in den Anleitungen immer hier die Beschreibungen drin, wie ihr was durchtesten sollt, wie ihr auch was umstellen könnt. Das ist dann hier immer so schön gekennzeichnet mit diesen kleinen Pfeilchen da, wie ihr das auf der Anleitung seht, dass ihr die Richtung ändern könnt von den Motoren. Das ist eine feine Sache eigentlich. Kommen wir mal unten zu der Wanne. Die Wanne selber, da habt ihr dann hier jetzt die Achsen rausstehen, die ihr dann einfach nur mit so einem kleinen 1x2er-Plate stoppt quasi, damit die nicht weiter rutschen. Interessante Technik, kennt ich jetzt so noch nicht. Das war für mich auch neu. So, weiter geht es. Wir sind jetzt hier schon in der zweiten Lage auf der Wanne oben drauf. Wir haben die ersten Liftarme reingemacht.
Und die wabbeln als hin und her. Und das ist ein bisschen schwierig. Das ist auch sehr tricky. Aber vor allen Dingen, weil ihr dann gucken müsst, wie müssen die dann arrangiert werden, gerade wenn es dann höher kommt, dass ihr die immer in der richtigen Position habt, weil in der Anleitung stehen sie immer stark nach oben. Das funktioniert nicht. Die stehen nicht stark nach oben. Es sei denn, ihr bindet sie irgendwie fest, aber nee, ist leider nicht so. So, die nächste Reihe oben drauf. Hier seht ihr, die stehen einfach nur so strack da rum, so drauf, in der Gegend rum, die liegen da oben drauf. Ohne dass sie wissen, wo sie hinwollen. Hier unten haben wir dann jetzt die Stücke rausstehen, wo dann hinterher unsere Grenze draufkommen, unsere Drehgrenze für die Kette und die ganze Antriebsmaschinerie. Ich meine, das wäre das Heck hier, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da müsst ihr hier aufpassen bei dieser großen Platte, die auf dem Boden ist. Wenn ihr dann sowas wie die Akkubox oder sowas rausholen wollt, Vorsicht, ihr haut die ganze Scheiße nach unten raus. Das ist einfach so. Das passiert. Ist mir auch passiert. Gerade wenn ihr dann versucht, von oben noch die Kontakte drauf zu drücken. Ihr haut es nach unten raus. Das ist einfach so. Weil ihr habt von unten her jetzt keine Sicherung und nichts, was ihr da zusammengeklemmt habt. Sondern das liegt einfach nur straight da rum. Und ihr habt die Steine oben drauf geknallt. Da ist... nee. Da fehlt so ein bisschen was. Also so ein Konter von unten her, das wäre halt schön gewesen. Aber naja, gut. Man kann nicht alles haben. So, dann haben wir hier im Mittelstück jetzt hier mal graue Steine eingesetzt. Der Rest ist ja schwarz unten drunter. Auch hier hinten, dieser Heckaufbau ist soweit gelungen. Vorne die Nase, genauso, was wir ja da ein bisschen verstärken müssen, ist ja hier die Steine ringsherum, dass das auch alles hält. Dann, wenn ihr die Sache auf dem Tisch liegen habt, packt ihr eins, zwei da hinten hin. 1, 2 unten runter und dann kommen weiter hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 2, 10 Stück so verteilt hin, laut Anleitung. Damit ihr hier die Motoren quasi geblockt habt, die nirgendwo dann anders hin können. Ihr habt die ja gesichert mit Pins nach links und rechts, aber die können sich auch nicht rausschieben, weil die einfach hier durch diesen großen Stein dann in der Mitte gegen sitzen. So, das Kabelmanagement könnt ihr dann hier getrost einmal rumlegen und einfach in die Seitenkisten verstauen. Genauso wie bei folgenden Kabeln, die könnt ihr einfach hier neben reinstopfen. Dann sind die weg. Ja, René freut sich immer über korrektes Kabelmanagement. Beim Walking ist es manchmal so eine Sache. Manchmal ist es eingezeichnet, manchmal nicht. Hier könnt ihr es einfach darüber legen und weg sind sie. Bumm, aus, fertig. Wer mag, kann jetzt hier eigentlich schon die Motoren draufsetzen. Wäre sogar vielleicht gar nicht schlecht, weil ihr macht nämlich jetzt gleich eine Platte hier oben drüber und dann kommt ihr da nicht mehr dran. Dann kommt ihr dann höchstens nur an den Ausschalter und an die Ladebuchse ran, aber das war's dann. Hier habt ihr das auch nochmal aus einer anderen Perspektive, weil jetzt hier, oh, das war doch das Heck, was ich eben gezeigt hatte. Der Heckaufbau, dann ringsrum verkleidet ist. So, hier fangen wir an mit den ersten Flügeln neben drauf und dann sind wir mit Tüte 1 auch schon durch gewesen. Ihr seht, die ganze Schale ist noch voll mit schwarzen Pins. Nichts Blaues außer die kleinen hier, aber da macht ihr Plates hinterher drüber, das sieht man dann nicht. Dann habt ihr hier den Aufbau für die Seiten, für den Kettenschutz, was von oben ist, dass ja keiner unter die Kette gezogen wird. Dann gehen wir hier jetzt in den Aufbau nach hinten raus. Ja, das ist halt hier links und rechts, dass ihr das einfach zumacht. Das sind dann nur noch jetzt Steinchen aufeinander stecken. Technik ist da jetzt noch keine großartig drin, sondern das ist einfach relativ simples Steinchen aufeinander drücken. Hier zwei Heckleuchten noch links und rechts. Und ja, hier habt ihr jetzt die erste Traverse schon in der Mitte gebaut. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt von dem Modell, weil da das Ganze dann oben drauf hängt, die ganze Apparatur. Die wird dann nur gestützt. Hier vorne kommt dann eine Stütze hin und hier hinten ist eine Stütze. Das war es aber auch. Das heißt, ihr habt wirklich hier eigentlich auch den Hauptpunkt, wo halt jetzt sich dann alles bewegen wird und alles drum und dran ist. Ja, das macht ihr dann auch hier schön ringsrum zu. Das ist hier das Problem, was ich dann sagte. Jetzt ist hier zu und ihr, war da eben schon? Ne, noch nicht. Jetzt ist hier halt zu und ihr kommt jetzt nicht mehr richtig dran. Deswegen, wenn ihr es jetzt nicht, eben noch nicht gemacht habt, jetzt wird es schwierig. Jetzt dreht ihr die ganze Nummer rum. Jetzt kommen hier überall Federungen hin. Ja, es ist alles gefedert an dem Ding. Wirklich alles. Und ihr macht dann hier nur diese Querverbinder rein und habt dann quasi
die Federung drauf. Das ist halt sehr spannend. Ja, dann oben noch Umlaufrollen, damit die Kette nicht runterhängt oder runterdrückt, sich verknattelt oder sonstigen Mist. Das macht er auf beiden Seiten. Ne, macht er erst auf einer Seite und dann in Tüte Nummer 3 auf der anderen Seite. Entschuldigung, so rum. Da habt ihr jetzt auch die Kette drin. Wie ich das immer zuerst mache, ist immer gleiche Kettenglieder, einfach alles auf den Tisch geschüttet und immer 5 Stück zusammen und weggeschoben, so dass man immer erstmal alles an 5er-Pack zusammen hat und dann kann man dann hinterher die Länge richtig abmessen, die man braucht. Meistens ist es ja eine Anleitung drin, man sollte immer dazu schauen, dass man auch auf diese Länge kommt erstmal und man kann ja dann immer noch gucken, kann man jetzt noch ein Glied rausnehmen, kann man ein Glied dazu muss man ein Glied dazu machen, dass halt die Kette nicht zu starr ist. Ja, also so ein bisschen Spiel sollte drin sein, nur nicht zu viel. Das ist dann schlecht. Und wenn gar kein Spiel mehr drin ist, wird es noch schlechter. Ja. Da haben wir auch schon die Kette drauf, nachdem ich diese andere Seite auch dran gepatscht habe, in diesen Bauschritt. Schritt. Ja. Ihr seht, das ist schön umlaufend. Die wird auch schön hochgehalten. Also von daher, die trägt auch das Gewicht ziemlich gut und auch am Ende wird das Gewicht ziemlich gut getragen. Also da ist jetzt weniger ein Problem dabei. Ihr habt da das nochmal in der Detailansicht. Ihr habt wirklich dann hier die Federung so drauf liegen. Dann habt ihr diesen kleinen Verbinder mit Pin und Achsloch hier drüben. Und hier oben habt ihr dann noch so ein L-Stück, so ein kleines, wo halt dann die Achse drin steckt. Und da die Aufnahme drin ist. Ich habe das auch diesmal so gemacht, wie es eine Anleitung ist. Den Konturen nach außen. Normalerweise mache ich die Konturen immer so, dass man sie nach außen hin nicht sieht. Aber wenn die das in der Anleitung so haben möchten, dass ich das verkehrt rum baue, dann baue ich das verkehrt rum. Dann mache ich das auch mal. No. So, dann haben wir hier vorne dann noch die Klappe dann drauf, die dann vorne rausgeht. Und dann müssten wir eigentlich mit dem Schritt schon fast fertig sein. Hier hinten kommt jetzt dann auch eine Klappe drauf. Das ist jetzt einfach, die könnt ihr hier an dem Griff abnehmen und könnt dann an die Akkubox ran. Dann habt ihr die Seitenteile noch rangeklemmt. Und dann kommen wir schon zum Schritt 4. Jetzt wird es technisch, jetzt wird es auch interessant. Alleine für den ganzen Mechanismus hier, da muss man schon wirklich aufpassen, dass man da alles richtig macht und sich nicht großartig verhaut. Das ist die Grundaufnahme dafür, die halt wirklich angebracht wird für diesen Drehmechanismus, was halt ein- und ausgedreht wird. Ja, das heißt, der sitzt dann hier dran und der hebt quasi das ganze Teil dann hinterher hoch oder runter. Das ist halt enorm. Ne? Das muss ich halt dazu sagen. Deswegen ist das hier auch immer mit 8 Zahnrädern komplett gesichert, damit ihr das wirklich hoch und runter bewegen könnt. Weil das ist dieser Mast, den ihr dann vorne aufstellt, der dann kernelementar ist dafür. Das ist eine Auflagefläche, die dann als Stütze dient auf dem Boden. Und das ganze Ding wird dann einfach nur hochgeschoben. Dann kommt hier vorne der Dorn dran. Der Dorn ist wichtig dafür, diese Auffädelung hier, die ist ganz interessant, weil ihr habt auf der Gegenseite in der Brücke selber dann halt die Stücke, wo ihr das einfädeln könnt. Das klappt nicht ganz, da müsst ihr mal zugreifen, aber ansonsten klappt es eigentlich tadellos mit dem Modell. Also da habt ihr weniger Probleme mit und auch wenig Schwierigkeiten. Das wird die ganze Zeit so dann angebracht und wird dann auch so abgelegt. Ja, das ist so diese Ablageposition für die Brücke. Das ist dann der ganz untere Punkt. Und das werden wir jetzt dann auch gleich noch mit Seilen anders fixieren. Das ist dann die Grundaufnahme, die oben drauf sitzt. Das Gegenstück quasi. Ja, das war das Gegenstück, was oben drauf sitzt. Jetzt musste ich gerade überlegen, wo dann auch hier die Motoren drankommen. Ihr habt dann hier jetzt auch dann schon Carbonachsen drin, weil es halt doch heavy ist, was das an Gewicht tragen muss und was es dann halten muss. Übrigens, diese Nylon-Drähte hier, die sind sehr stabil, die halten auch gut was aus, nur Knoten ist scheiße dabei. Aber
in naher Zukunft werde ich euch ein Video dazu bringen, was es mit den Knoten auf sich hat und welche Knoten wir am besten benutzen dafür. Ich habe mir nämlich jetzt extra Knotenkunde drauf geschafft, nur für euch. Und da werden wir mal gucken, wie das besser zu gestalten ist. Gerade wenn wir hier solche starren Seile haben, die wirklich sehr schlecht zu knoten sind. Das ist dann wichtig. Wenn ihr Infos oder noch Anregungen dazu habt, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare hauen. Weil bald kommt nämlich ein Modell, da sind die Seile sehr wichtig und da wird viel geknotet. Und da dachte ich, da mache ich dazu ein kleines Special. So, dann haben wir den Motor B jetzt hier oben drauf sitzen. Der ist jetzt dafür da, dass das hin und her geschwenkt wird. Und der Motor E ist dafür da, dass es abgeklappt wird. Ja. Da habe ich jetzt einfach nur, genau, noch die Traverse oben drauf gesetzt, die Halterung unten drauf gesetzt. Da musste ich gerade mal einen Schritt zurückgehen, muss mal schauen, was ich jetzt gerade gebuchselt habe hier. Noch was. Molking selber hat in den Anleitungen nie die Sachen durch die Löcher geführt. Macht die da durch. Nutzt die als Führung. Ist echt wichtig. Es sah in den Anleitungen nämlich immer so aus, als wollt ihr das nämlich hier ringsrum an den Dingern vorbei haben, da was totaler Quatsch ist, weil gerade das Seil, das läuft einmal hier unten, nee, das läuft von oben rein nach, läuft dann einmal im Kreis nach oben, hier oben rüber und zieht hier rüber, sodass ihr halt einen doppelten Flaschenzug habt. Das heißt, die Kraft wird halbiert. Ja, war das so? Ja, war in der Physik so. Muss ich gerade überlegen. Physikunterricht ist ein bisschen her bei mir. So, hier habe ich ja einen riesen Turm von diesen komischen Platten und ich muss ganz ehrlich sagen, der Schritt war für mich der lustigste, weil ich habe hier so fröhlich vor mich hingeklemmt und dachte mir dann so, hey, toll, Tüte Nummer 6, prima, du bist schon durch. Moment, warum hast du den Tisch voller Steine? Oh, du musst das zweimal bauen. Habe ich nicht gerafft in dem Moment. Also, wenn er bei Tüte Nummer 5 angekommen sind, alles doppelt. Ja. Deswegen sieht man auch immer nur einen Teil jetzt erstmal hier, weil ich alles einfach gebaut habe und nichts doppelt. Das hat mich tierisch Zeit gekostet und erst hier habe ich das dann gerafft gehabt. Ah, ich muss alles doppelt bauen, weil hier seht ihr, das ist dann schon Schritt 6 hier drüben. Tüte Nummer 6. Also, es ist wirklich eigentlich relativ einfach. Da wird einfach nur die Traverse hier unten fertig gebaut. Zweimal. Ihr habt hier die Aufnahme für die, sag schon, die Seile drin auf beiden Seiten und es ist wirklich beides identisch, weil das komplett gespiegelt ist. Das einzigste Unterschied ist dann im Endeffekt, dass das graue Stück, ja, dann auf der anderen Seite ist. Das hat nur was damit zu tun, dass ihr eine Verriegelung habt, wenn der oben drauf liegt. Mehr nicht. Das stößt nur einmal gegen und es ist egal, wo das jetzt ist, ob das jetzt links oder rechts ist. Das macht nichts. So, mit Schritt 6 haben wir dann nochmal diese Steine hier und da kommen wir dann schon in die Vollen, dass wir hier so nach und nach alles aufbauen, dass es zugeht. Die Verseilung zeige ich euch auch gleich noch im Detail, wenn wir so weit sind. Hier wird halt hauptsächlich alles nur draufgesteckt und ein bisschen gesichert, seitlich gesichert, oben gesichert, so wie das sein soll. Also immer innen gesichert hier. Hier haben wir dann den Klappmechanismus am Ende, der für beide Seiten gedacht ist. Das baut ihr dann schon viermal, nicht mehr zweimal. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr das auch alles gebaut habt. Wenn die ganze Nummer fertig ist, sieht sie dann so aus und liegt auch so dann ziemlich gut. Und dann kommen wir zu der Verseilung. Ihr fangt auf der einen Seite an. Ihr fangt mit den Seilen auf der einen Seite an, hier drüben, und dann führt ihr das durch das Loch hier durch am besten und dann wieder hier, einmal oben rüber, durch den kleinen Schnuttel mit dem Gummiteil und ich muss sagen, das ist ein Pneumatikschlauch, der ist verdammt schwierig zu knoten. Also ich habe das einfach hingekutzelt, so wie das sein muss, sollte. Irgendwie habe ich das hingekriegt. Fragt mich nicht wie. Weil ich müsste da durchschieben und dann irgendwie verknoten, damit er da ein bisschen Gummizug abhalten kann. Und es gibt Schöneres, aber okay. So, dann gehen wir hier durch. Dann wieder hier oben rüber, darüber und darüber. Ich habe mir jetzt nicht darauf geachtet, ob ich die hätte nochmal rumschlingen sollen, weil das wäre nämlich eigentlich Quatsch. Was aber ein Problem dabei ist, dass wenn ihr das Ding gerade hingelegt habt,
Ja, jetzt hat das ja gerade Zug, weil ich hier die Seile ein bisschen auf Spannung hatte. Wenn ihr das aber zwei, dreimal benutzt habt, dann ist das aber so, dass sich der Nylondraht hier so langsam ein bisschen gelenkt hat. Das heißt, wenn das sich dann auflegt, habt ihr da hier einfach nur einen riesen Boost, den ihr jedes Mal neu sortieren müsst. Dann müsste man sich überlegen, ob man nicht andere Seile benutzt, ob man jetzt hingeht und nimmt halt hier vom Anglerbedarf so eine 100-Kilo-Schnur, mit dem man Welse fangen kann oder sowas, oder andere Schnüre, die halt günstig zu haben sind auf Amazon. Da müsste man halt mal gucken, ob man das auf sowas umbaut. Also ich hatte jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Das hat bisher alles ziemlich gut geklappt. So. Dann haben wir den, der hier durchführt. Und hab den wieder hier durchgeführt. Der ist jetzt hier schon einmal rumgewickelt. Und ich hatte jetzt hier, nicht wundern, einen Pin reingesteckt gehabt, damit sich das nicht alles verschiebt und verdreht, damit ich das in Ruhe knoten kann. Nicht wundern, der ist da eigentlich nicht drin. Ne? Und das andere habe ich jetzt einfach hier mit dran befestigt. Was vielleicht clever gewesen wäre, hätte ich den auch noch mit hier rangezogen und hätte den da auch mit befestigt. Aber das sind Techniken, damit wollte ich mich nochmal wann anders befassen, wenn man nochmal an das Modell vielleicht rangeht, dass man da vielleicht noch Besserungen dran vornimmt und was besser machen kann. So, damit sind wir auch schon am Ende. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Totale und gucken uns mal an, wie das Ding überhaupt funktioniert. So, also, wir haben das Ding jetzt hier gepackt und es hat leichte Transportschäden gehabt, weil ich habe das Ding bei meinem Bruder ausprobiert und wir haben es beide nochmal getestet mit der App. Furchtbar schlecht. Aber nichtsdestotrotz, es hat trotzdem funktioniert, auch wenn nicht so ganz wie gewollt. Die Transportschäden habe ich wieder korrigiert. Es ist jetzt wieder alles so, wie es sein soll und ich habe ihn jetzt schon angeschaltet. Verbunden bin ich auch schon mit der Fernbedienung und wir werden jetzt mal gucken. Vorwärts, rückwärts haben wir hier. Dann. Das war die falsche Richtung. So, damit haben wir ihn aufgestellt. Könnte jetzt daran liegen, dass der Akku ein bisschen schwach ist. Ich glaube, die Fernbedienung hat auch eine abgekriegt hier. Ja. Man hat leicht eine abgekriegt hier. Und der Akku, also nur mit vollem Akku bespielbar. Na, geh raus. Also, so, dann geht er auch schon zurück. So, damit können wir den wieder hochklappen. Und eigentlich auch wieder. Ich glaube, die Seile haben es hinter sich. Aber nichtsdestotrotz.
Die Nylon-Seile sind fertig. Fix und fertig. Dreimal bespielt und jetzt sind sie fertig und der zieht auch nicht mehr richtig. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich jetzt nur am Akku, an der Akkubox liegt, dass die ein bisschen schwach gerade auf der Brust ist. Aber ich weiß, beim ersten Bespielen war das einwandfrei. Da hat es wirklich top funktioniert. Vielleicht ist jetzt aber auch durch den Transport alles ein bisschen komplett verzogen, was wirklich sehr schade wäre jetzt. Wir müssen jetzt mal gucken. Ne? Jetzt müssten wir das wieder einziehen. Ich bin gerade nicht davon überzeugt, dass er das schafft hier. Da sieht mal einer an, Aufgabeln hat ja doch gut funktioniert. Und das zurückmachen. Entschuldigung. Dann liegt es einfach wirklich daran, dass die Akkubox wahrscheinlich fertig ist und die Seile, ihr hört selber. Das ist wie die Gitarrenseite jetzt. Ist okay. Wir werden uns daran, ich werde mich jetzt nochmal daran begeben und werde gucken, dass wir was mit den Seilen ändern können und dass wir vielleicht auch mit den Seilzügen da ein bisschen besser rankommen. Und dafür werde ich mir aber jetzt erst neue Schnur bestellen und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich will mich jetzt nicht festnageln, aber ich werde auf jeden Fall nochmal dran gehen und dann werden wir mal gucken, dass wir da eventuell noch was besser machen können. Auch für den physikalischen Standpunkt her, dass wir schauen, dass wir die Kraftübertragungen richtig liegen haben und dass wir so wenig Energie verwenden müssen wie möglich, damit... durch die Flaschenzüge kann man ja gewisse Gewichte halbieren und alles. Das werde ich dann mal gucken. Da werde ich dann auch jetzt nochmal genaueren Blick in die Physik reinwerfen, wie wir das machen können. Das ist nämlich so ein Punkt, da habe ich damals nicht gut aufgepasst. Aber das macht nichts. Das kann man alles wiederholen, das kann man alles sich drauf schaffen. Und dann gucken wir auch nochmal wegen den Seilen halt wirklich danach, dass wir hier vielleicht was besser machen können und auch vielleicht mit dem Gummizug dann was anders machen können. Schaue ich mal. Ja. Ich würde sagen, wir lassen das erstmal jetzt so, wie es ist. So ist es ein tolles Objekt, so ist es auch ein tolles Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es auch mega schön, auch dass es halt wirklich am Anfang auspacken, bauen und es funktioniert ad hoc, war klasse. Wenn man es aber öfters jetzt benutzen will oder mal öfters damit spielen will, dann muss man halt so einige Sachen beachten. Wie ich das jetzt eben gerade demonstriert habe. Das war jetzt das vierte Mal, dass ich den benutzt habe. Das heißt, einmal alleine, dann mit meiner Frau zusammen haben wir den ausprobiert, weil ich dir zeigen wollte. Bei meinem Bruder habe ich den jetzt ausprobiert gehabt am Wochenende, letztes Wochenende. Und jetzt schwächelt er. Das ist nicht schön. Gehen wir nochmal dran, gucken wir nochmal nach. Wir machen dann in Zukunft nochmal ein Video davon und schauen dann nochmal, was wir da rausgeholt haben. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Glemmt was Feines und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.